In diesem Video möchte ich zwei Dinge tun. Erstens, ich möchte das Thema Foucault und das Thema Spiele so ziemlich zu Ende bringen. Und zweitens, ich möchte so ein bisschen erklären, was ich so vorhabe und welchen Umfang das alles einnimmt. Zum ersten Punkt. Ich sagte das letzte Mal, dass das Schachbrett ein Sinnbild ist für das Spiel des Lebens, wenn man so will. Für das Spiel, das wir alle spielen und das nach bestimmten Regeln funktioniert und wir alle sind in dieser Ideologie und Foucault sagt, die Ideologie ist austauschbar und andere sagen eben nicht. Und hier muss man natürlich noch hinzufügen, dass mit Carl Gustav Jung gesprochen, mit vielen auch christlichen Denkern gesprochen, es universelle Regeln gibt, die irgendwie immer gültig sind. Beispielsweise würde jeder, der das Spiel von außen beobachtet, aber auch die Teilnehmer selbst, erwarten, dass die Spieler fair spielen. Jeder würde erwarten, dass es irgendeinen Ausgleich gibt, faire Ausgangsbedingungen gibt, einen fairen Umgang. Beim Basketballspielen, wenn man verliert, dann reicht man sich gegenseitig die Hand und diejenigen, die das nicht tun, die sind quasi aus der Ordnung gestoßen. Wir haben also in unserem Spielsystem eine Gesamtontologie. Also eine Seinsordnung, Ontos, das Sein, Ontologie, wie ist das Sein aufgebaut, wie ist das Sein, das wir uns als Gesellschaft machen, konfiguriert. Diese Gesamtontologie, die wir haben im Spiel und abbilden im Spiel, die eine Abstraktion dessen ist, was wir sowieso in der Art und Weise, wie wir miteinander agieren, ausleben, ist wie ein moralisches Gesetz. Sie ist wie göttliche Ordnung. Jetzt kann man sagen, das ist aber nur ein Konstrukt. Es kann einem aber auch auffallen, dass es etwas Urmenschliches gibt, ein urmenschliches Gefühl für Fairness beispielsweise, das auch sogar weit über das hinausgeht, was Tiere beispielsweise an Fairness empfinden. Viele Forscher, auch klassisch naturwissenschaftliche Forscher wie Franz de Waal, haben das eingeräumt und zugegeben. Man kann bei Kapuziner offen feststellen, wenn man sie in so ein Experiment stellt, dass sie auch einen Sinn für Fairness haben und auch beim Spiel versuchen, faire Bedingungen herzustellen. Und auch die Hyänen, wenn sie miteinander kämpfen und eine beispielsweise so ein gehinktes Bein hat, sorgen für Bedingungen, dass beide, die miteinander kämpfen, im Spiel gleich stark sind, also gleiche Ausgangsbedingungen haben, um den Nachteil der einen Hyäne auszugleichen. Es gibt so eine Art Instinkt zur Sozialkompetenz im Tier. Ich sage nicht, dass der Mensch irgendeinen Instinkt hat. Ich hatte mit Blick auf Freud ja gesagt, dass ich das eben nicht glaube. Und ich möchte hinzufügen, dass man auch so etwas nie gefunden hat. Es ist auch sehr leicht, das zu sehen. Man muss sich nur einmal die Situation eines Säuglings vorstellen, der ausgeliefert wird im Wald. Ja, seine Instinkte sind nicht vorhanden und er wird innerhalb von wenigen Minuten wahrscheinlich sterben. Wir sind das instinktlose Tier, das nicht festgestellte Tier, ein berühmtes Zitat. Wir machen uns unsere eigenen Regeln und doch, obwohl alles so scheinbar willkürlich ist, haben wir diesen Sinn für Gerechtigkeit. Und die Spiele, die wir spielen, werden auch immer gerechter. Wir haben dieses Gefühl, dass Wettbewerb in einer Regelhaftigkeit und göttlichen Ordnung organisiert sein muss. Und jetzt kann man natürlich sagen, vielleicht gibt es eine höhere Ordnung, die sich in diesen Spielwelten und in unserem Herzen, das nach Gerechtigkeit und Gutem strebt, auch real ist. Nicht nur bloß eine Fiktion, eine notwendige Fiktion ist, wie Heidegger es vielleicht formulieren würde, sondern ein tatsächliches Eigensein hat und sich mehr und mehr in der Welt durchsetzt. Als würden die Spiele, die wir spielen seit unserer Kindheit, eine Reflexion dessen sein, was auf einer kosmischen Ebene stattfindet, und dass wir nur aus dem kindlichen Blick des Spiels und des Kreativen erkennen können. Ja, als würden wir uns in einer Stufenleiter der Moral befinden und als gäbe es eine Art, wie es ein Papst Ratzinger vielleicht formulieren würde, heilsgeschichtliche Notwendigkeit oder eine heilsgeschichtliche göttliche Wirkung durch den göttlichen Logos. Ich spreche im Konjunktiv. Aber man kann sich den Konjunktiv leicht zum Indikativ machen. Denn wir sehen, dass es offensichtlich so ist. Ja, und
Was man wenigstens bei allem Skeptizismus festhalten kann, ist, dass es dieses Phänomen gibt, dass dort eine Kraft im Menschen wirkt, die nach Gerechtigkeit verlangt und nach Gerechtigkeit strebt. Und dass es offensichtlich nicht willkürlich ist. Selbst noch könnte man mit Blick auf Foucault sagen, die perversen und kranken Spiele des Mittelalters, wo Menschen gefoltert und gevierteilt wurden, folgen einer absurden, aber in sich doch nach Gerechtigkeit strebenden Logik. Ausgleichende, brutale Gerechtigkeit ohne Gnade mag sein, aber Logik. Irgendetwas ist da und es würde sich lohnen, darüber nachzudenken und sich zu fragen, ob dieses Irgendetwas eben in der Welt wirkt. Das ist tatsächlich dann eben auch, und da will ich nochmal die Drehung eben zum Christlichen und auch zum Jüdischen vor allem hinbiegen, etwas, das eben in der Bibel so formuliert wird, ja, dass das Gottesbild vom brutalen, mordenden Gott hin zu einem gnädigen Gott gedreht wird. Ja, die Geschichte von Abraham, der seinen Sohn umbringen soll und dann sagt Gott, nein, tötet diesen Widder und so weiter. Das ist schon ein erster Wandel im Gottesbild, ein erster Wandel im ideologischen Bild, ein erster Wandel in der Art und Weise, wie wir denjenigen, der die Regeln festlegt, wahrnehmen und der die Regeln ändern kann und gerechter und fairer für alle macht. Und es hängt von unserem Gottesbild ab, von unserer Vorstellung über das Jenseits und von unserer Vorstellung darüber, wie es dort aussieht, wie wir hier auf Erden unsere Regeln und unsere Spiele und damit auch unser Dasein organisieren. Warum hängt das alles zusammen? Weil Kinder schon im Spiel, wenn sie das Postamtsspiel spielen, erlernen, wie man sich im Postamt benimmt. Weil im Spiel und im Märchen, dem Narrativ schon vorgeprägt wird und erfasst wird, wie man sich in der Gesellschaft zu benehmen hat. Weil das Feld ist, das Feld der Familie. Am Küchentisch, wenn morgens Mensch ärger dich nicht gespielt wird, wo schon, um es mit marxistischen Terminologien auszudrücken, die kapitalistische Logik dem Kind beigebracht wird. Tu, was du kannst, nimm, was du kriegen kannst, spiele nicht mit anderen und ärgere dich nicht. Und noch besser vielleicht sogar Monopoly. Soll man diese Spiele nun verhindern oder verbieten? Nein, wie gesagt. Mir geht es nur darum zu sehen, wie plural man auf diese ganze Sache schauen kann, wie vielfältig das ist, dass ich durch die Art, wie ich schaue, vielleicht schon entscheide, oft ohne es zu merken, wie die Welt, die Ontologie, die Seinsordnung aussieht. Ich bestimme, schon bevor ich den ersten Zug mache, dadurch, dass ich mich entscheide, an diesem Spiel zu diesen Regeln teilzuhaben, dass ich Teil des Spiels sein will. Und ich bin schon korrumpiert, wenn ich meine Finger auf die Spielfigur lege. Es sei denn, behalte eine innere Distanz. Ich kann spielen im Spiel, über das Spiel hinaus, kann durch meine Haltung mein Wesen verändern. Und wenn ich ein konkurrenter Spieler bin und immer Basketball spielen will, und da die beste Mannschaft habe und dann anfange mit den anderen zusammenzuspielen, fange ich an, meine Einstellung zum Spiel und zum Team und zum Teamgeist zu verändern und lerne im Spiel Eigenschaften, die über das hinausgehen, was vorher da war. Das Spiel eröffnet also mit seinen Regeln und in seiner Starre und in seiner ideologischen Zwangsstruktur die Möglichkeit einer neuen Freiheit. Und genau so ist es mit der Sprache. Denn die Sprache funktioniert auch so wie ein Schachbrett nach bestimmten Regeln und muss es. Sonst könnten wir nicht spielen und agieren und zwei Leute sich gegenüber sitzen und austauschen und kommunizieren über diese Figuren. Und oft ist die Sprache ja auch ein Kampf darum, wer Recht hat und wer jetzt gewinnt. Man könnte es aber auch anders sehen und einfach spielen, um damit beide besser werden. Und damit beide verstehen, wie das Gerüst dieses Schachspiels funktioniert. Vielleicht könnte man Schach mehr als etwas sehen, das wie eine Kunstform funktioniert. Und so kann man dann auch in den computerisierten Schachspielen, wenn
Hypercomputer in perfekter Weise dieses Spiel spielen, besser als es je Menschen können, eine Art von Kunst sehen. Die künstliche Intelligenz, die in der Lage ist, besser Schach zu spielen, als der Mensch es je könnte, ist ein modernes, im Team geschaffenes Kunstwerk menschlicher Intelligenz. Jahrtausende an Wissen von Schachspielern aus allen Zeiten ist kondensiert in diesem virtuellen Raum, in dem eine künstliche Intelligenz die perfekten Züge so kombiniert, dass sie unüberwindlich wird. Und in dieser Unüberwindlichkeit eigentlich das wahre Wesen des Spiels, des Schachspiels erst wirklich zur Geltung bringt. Es geht gar nicht so sehr darum zu gewinnen. Es geht darum, sich zu messen, sich kennenzulernen und seinen Geist zu schulen und das Spiel zu nutzen, um über das Spiel hinaus Fähigkeiten fürs Leben zu erwerben und um in den Dingen, die wirklich wichtig sind, besser performen zu können. Jetzt kann man natürlich sagen, ja, dann ist ja professionelles Schachspiel immer irgendeine Art Perversion. Was genau ist denn keine Perversion? Jede Art von Beruf, jede Art von Spiel, die wir einschlagen, ob es das Spiel ist, ich bin jetzt der Onkel Doktor, ziehe mir einen weißen Kittel an, ziehe die Augenbraue hoch und spreche ganz tief und mache einen auf Superarzt, oder ob es das Spiel ist, ich bin der scharfsinnige Anwalt, der vor Gericht steht und der sich die interessantesten Verrenkungen im Kopf macht. Alle diese Spiele, diese gesellschaftlichen Spiele, die Spiele der Menschen, die Spiele in Beziehungen überall, sind doch immer eigentlich pervers. Man könnte doch dem Chirurgen unterstellen, dass er ein Metzger ist, der gerne Blut sieht. Man könnte dem Anwalt unterstellen, dass er es liebt, Worte zu verdrehen und andere Leute zu verunsichern und eine Freude daran hat, wenn er Menschen hinter Gitter bringt. Man könnte dem Richter unterstellen, dass er ein Patriarch ist, der es genießt, das letzte Wort zu haben und Leute zu unterbrechen, der seine Macht gerne ausspielt und daraus seinen Genuss zieht und deshalb bloß Richter geworden ist. Man könnte dem Schachspieler unterstellen, dass er ein obsessiver Freak ist, der gerade besser ist als jemand, der Telefonbücher auswendig lernt. Und all das, was Bowser sagen würde, der Böse da hinten, der sagen würde, Mario und Peach, die passen überhaupt gar nicht zusammen, das ist eine total idiotische Kombination und so weiter. Dieser Typ hat recht. Die beiden passen nicht zusammen. Nichts im Spiel funktioniert. Es ist immer albern. Jeder, der spielt, ist immer so wie meine Nichte, die diesen riesigen Klotz nimmt mit dem grimmigen Gesicht und sagt, das ist jetzt ein Mädchen. So funktionieren Spiele immer. Spiele sind immer wirr und absurd. Aber sie haben auch bestimmte Regeln. Das Ziel kann nicht sein, alle Regeln willkürlich auseinanderzureißen, sondern mit den Spielen zu spielen und zu akzeptieren, dass es neurotisch und wirr und dumm ist. Ja, der Schachspieler ist ein Freak, so wie der Richter oder der Anwalt oder der Arzt. Und wenn er sich dessen klar wird, kann er auch ein besserer Arzt und Anwalt und Richter sein. Erst in der Überidentifikation mit dem Spiel bricht das Bestialische und Furchtbare hervor. In dem Moment, wo ich nichts anderes mehr kann, als Kaiser Mario zu spielen, als Schach zu spielen, als World of Warcraft zu spielen, bin ich verdammt. Am Ende sitze ich da und spiele 3 Tage lang World of Warcraft, trinke nicht und esse nicht und falle tot um. Das Spiel ist vorbei und ich wache nicht wieder auf. Und darum geht es mir, um diese Hyperdynamik, diese Spirale des Denkens, die sich aus dem Begriff Todestrieb auch herausentwickeln kann, den ich immer wieder als wiederkehrendes Motiv hier versucht habe, über die letzten 3, 4 Videos herauszukristallisieren. Lustigerweise ist das im Spiel selbst verarbeitet. Wenn man den Bowser besiegt, besiegt man eben den Todestrieb. Man beendet das ewige Spiel in Super Mario. Und dann, und das ist etwas, was ich brillant finde, bekommt man eine Belohnung, wenn man es geschafft hat, diesen
furchtbaren, monströsen Spieltrieb in sich zu überwinden. Wenn man es geschafft hat, ihn auf ein höheres Level zu bringen und den Bowser besiegt in sich, dann kann man sich eben mit Hilfe der Fähigkeiten, die man im Spiel erworben hat, gewissermaßen auf das wirklich Wichtige im Leben konzentrieren. Und genau dann bekommt der Mario seine Peach, seine Prinzessin. Das, worum es eigentlich geht, ja, diese Beziehung und diese ganzen Sachen. Soweit, so gut. Das soll es erstmal für den Moment gewesen sein. Man kann immer noch mehr rausziehen, aber ich denke, es ist klar, ja, wie man mit diesen Gedanken und mit diesen ganzen Figuren und mit diesen ganzen Elementen spielen kann. Das hier, das ist eine Grafik, die habe ich schon mal gezeigt. Ich zeige sie hier im Zusammenhang des Gesamtverlaufs des Kurses. Ich habe mich jetzt entschieden, es Kurs zu nennen. Und man sieht hier ganz links die Leiste, wo wir uns gerade ungefähr befinden. Das heißt also, ich mache es mal mit dem Pfeilchen hier. Hier, das ist da, da bin ich jetzt. Also hier, das ist diese Folie hier, die sieht man hier auch. Und ja, ich habe hier das hier doch mal in die Mitte reingestellt, einfach um noch mal an alte Vorlesungen, Kurselemente, Bestandteile, ja, wie auch immer, Videos zu erinnern. Hier hatte ich ja auch das große Spiel im Grunde genommen aus Selbstbild und Verdrängung. Ne? Im Spiel erlernen wir das Selbstbild aufzubrechen und neue Rollen anzunehmen und über das hier hinauszugehen, dieses Viechische in uns und Rollen einzunehmen, die größer sind als einfach nur, wir hauen uns gegenseitig auf den Kopf und beschimpfen uns. Wir erlernen Teamgeist, Teamfähigkeiten, entwickeln ein starkes Ich und können uns an unseren Idealen abarbeiten und zwischen Selbstbild und dem, was man die kritische Reflexion nennen würde, indem wir das Verdrängte herausholen, das, was Foucault tut, können wir immer besser ausjustieren, wie eigentlich wir sind und wie wir spielen wollen und was wir eigentlich sein wollen. Und dann entsteht etwas Neues und ich behaupte eben, es gibt nicht ohne Gott und das geht nicht ohne den Mysterienweg und das geht nicht ohne Carl Gustav Jung und das ist das, wo ich hin will. Ne? Ich hatte das hier auch schon in den ersten paar Videos, in dem Video über Carl Gustav Jung, ganz am zweiten oder dritten Video, kann man das nochmal nachvollziehen, wo ich hier über die Vasilisa spreche, die auch auf diesem Mysterienweg ist, die das Böse in sich selbst und das Böse im Außen überwindet und was das Böse ist. Und man sieht also hier, da ist noch einiges zu tun. Ich werde hier eigentlich so die gesamte europäische Geistesgeschichte mehr oder weniger abhandeln dabei und das Ganze vor dem Hintergrund, wie gesagt, der Psychoanalyse machen und natürlich auch immer wieder in Verbindung bringen mit dem Begriff Integrität. Und das ergibt sich eigentlich aus dem, was ich in den ersten Videos gemacht habe. Man muss die Videos nicht gesehen haben. Jedes einzelne Video steht auch in gewisser Weise für sich. Aber der Begriff Integrität meint halt eben, dass ich im Spiel und mit dem Spiel und durch Geschichten und Mythen und durch solche Reisen, die ich mache und narrative, in der Lage bin, das, was ich gedanklich erfasst habe, auch in der Tat und durch, ja, durch eine motorische Bewegung zu internalisieren. Ja, erst wenn ich es mit der Hand mache, erst wenn ich es ausspreche, erst wenn ich es zu Papier bringe und erst wenn ich selbst tätig werde in meinem Leben, in der Familie oder an irgendeinem Ort, der für mich relevant ist, erst in dem Moment integriere ich es wirklich. Im nach außen gehen verinnerliche ich es. Das ist das Paradoxon der Integration. Ich integriere, indem ich im Außen agiere, was ich im Innern erkannt habe, das dadurch gefestigt wird, dass ich es im Außen verfestige in mir selbst durch die Tat. Das ist die große Chance des Körpers, der in dieser Art und Weise eine Transformation durchführen kann und im erweiterten Sinne tut er das durch seine Stimme und durch seinen Geist. Und der Geist manifestiert sich bloß in den Fingern, ja, und diese geben etwas Ausdruck. Und wenn mir das Körperliche nicht gegeben ist, dann
bleibt mir nur der Geist und ich bin auf den Geist als den Ursprung dessen, was sich im Körperlichen ausdrückt, zurückgeworfen. Klingt alles sehr kompliziert, ist alles sehr theoretisch, aber das ist ungefähr so das, worum es gehen soll, um Geist, um Körper, um Überwindung, um Transformation und um so ein Zeug und natürlich auch darum, wie die Gesellschaft wie die Gesellschaft aussieht und was das alles mit Freud zu tun hat und was es für Phasen gibt und so weiter und bla bla bla. Damit wir ein noch besseres Werkzeug, ein noch effizienteres Werkzeug entwickeln, als das, was hoffentlich derjenige, und es gibt Leute, die haben sich das alles angeguckt, das kann ich nachvollziehen, erst kürzlich habe ich das gesehen, bisher erworben hat. Ne? Also es gibt tatsächlich Leute da, die haben, das kann man sehen, ne? Also die haben da 25 Stunden am Stück das runtergeguckt. Tatsächlich. Also es ist wirklich, es gibt Leute, die haben alles gesehen und diese Leute, die sollen auch darüber informiert werden, was ich vorhabe, weil es offensichtlich, auch wenn es auch nur ein geringes, aber es gibt offensichtlich ein Interesse und ja, dementsprechend werde ich auch nicht aufhören und das ist soweit erstmal alles, was ich bis hierhin zu sagen habe.